Ungeachtet der internationalen Vermittlungsversuche halten Russland und Belarus gemeinsame Militärmanöver ab. Laut Ministerium finden die Übungen an 5 unterschiedlichen Orten in Belarus statt. Sie sollen sich zum größten Teil im Westen des Landes befinden, an den Grenzen zu Polen und der Ukraine. Russland habe mittlerweile rund 30.000 Soldaten nach Belarus gebracht, hatte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vergangene Woche gesagt. Russland hat mittlerweile weit mehr als 100.000 Soldaten vor der Grenze zur Ukraine stationiert. Die US-Regierung kritisierte die Übungen in Belarus am Mittwoch als eskalierende Aktion. Belarus ist ein Binnenstaat im mitteleuropäischen Tiefland mit einer Fläche von 207.000 Quadratkilometern. Seine Hauptstadt ist Minsk. Die Weißrussen sind Ostslawen, die seit dem 3. Jahrhundert nach Christus in der Region präsent sind, wie die Russen und die Ukrainer. Anders als diese gerieten die Weißrussen aber im 14. Jahrhundert in den Einflussbereich des Großfürstentums Litauen und des Königreichs Polen. Man in Moskau der Meinung war, die Weißrussen seien Russen wie alle anderen, weiße Russen, Bielaruskie, und ihre Sprache ein russischer Dialekt. Nach der Oktoberrevolution von 1917 war Weißrussland eine der Gründungsrepubliken der UdSSR. Und nach deren Zerfall wurde es 1991 unabhängig, letztendlich zum ersten Mal. Weder im 18. noch im 20. Jahrhundert hatte es nennenswerten Widerstand gegen eine Zugehörigkeit zum russischen Staat gegeben. Man hatte eine gemeinsame Geschichte, eine verwandte Sprache und die gleiche orthodoxe Religion. Heute hat Weißrussland fast 10 Millionen Einwohner. Amtssprachen sind Russisch und Weißrussisch. Seit Ende der 80er Jahre ist die Geburtenrate Weißrusslands stark zurückgegangen. Der wichtigste Grund dafür scheint die Katastrophe von Tschernobyl zu sein. 27% der Landesfläche werden wahrscheinlich noch mehrere hundert Jahre lang radioaktiv verseucht bleiben. Trotzdem leben 3 von den 10 Millionen Einwohnern des Landes weiterhin in den kontaminierten Gebieten. Białoruś najlepiej poradziła sobie z demografią. Białorusini najczęściej używają języka rosyjskiego. 3/4 Białorusinów mówi w domu po rosyjsku. A tylko 12% Białorusinów mówi po białorusku. Co za dziwny naród. Ale dzisiejsi Białorusini ani nigdy nie chcieli, ani nie chcą być niezależnym państwem, bo ich na to nie stać. Świadomość narodowa? Żadna. Nawet nie znają swojego języka. Mentalnie i historycznie tkwią głęboko w Związku Radzieckim. Die Wirtschaft wird wie zu Sowjetzeiten zu 80% vom Staat kontrolliert. Die wichtigsten Wirtschaftszweige sind Metallindustrie, Erdölraffinerien und die Herstellung von Traktoren und Lkw. Die Landwirtschaft ist weiterhin in Form von staatlichen Kolchosen und Sowchosen organisiert. Und es werden Zuckerrüben, Weizen, Gerste und Kartoffeln angebaut. Так, Сергей, держи мешок. Вот оно. Вперед, несись там. 10 килограммов. Procentowo mniej od nas, ale rolnik jeden z najbardziej zalesionych krajów Europy. O, tu widać. To jest 40% kraju. Ale zalesienie raczej wzrasta niż... Außerdem werden bei Soligorsk und Mozir Kalisalze abgebaut, die als Düngemittelverwendung finden.
Durch die Beibehaltung der Planwirtschaft gelang es Lukaschenko, den Lebensstandard der Weißrussen auf einem gewissen Niveau zu halten, woraufhin sie ihn unterstützten. Ciekawe, prawda? Trudno je podważyć. Swoją drogą, czy 11 milionów odwiedzających w 2011 roku, to całkiem sporo jak na kraj tej wielkości. Grecja i Cypr to 3/4 inwestycji. Traci ta ichnia waluta na wartości, że ma się aż strach ją oszczędzać, bo można prawie wszystko stracić. Odłożysz sobie w banku i rybs, w krótkim czasie znika ci z konta duża część oszczędności. Czy można mieć zaufanie do takiej waluty? A tu mamy kurs euro. Dzisiaj mamy 2,38 białoruskiego rubla za 1 euro, ale 8 lat temu to było nawet 8-krotne, a tu kurs do Białoruś stale trzyma się Rosji, nie tylko w tym przypadku. Zwracam uwagę na to trzymanie się Rosji. Tu widać na slajdzie. Są w tym lepsi nawet od Norwegii. Belarus hat ein Verbot für den Eisenbahntransit von Ölprodukten und Düngemitteln aus Litauen verhängt. Es trat an diesem Montag in Kraft. Der Schritt erfolgte, nachdem Litauen Ende 2021 seinen Hafen Klaipėda für Belaruskali, einen der weltweit größten belarussischen Düngemittelexporteure, geschlossen hatte. Hintergrund sind die gegen Minsk verhängten Sanktionen der EU und USA. Man konnte diese Maßnahmen erwarten und nun müssen wir nach alternativen Transportwegen suchen. Vor einiger Zeit haben einige Unternehmen bereits Vorbereitungen getroffen, um die Fracht um das belarussische Gebiet herum zu transportieren. Beobachtern zufolge könnten einige Güter auf Lastwagen umgeladen werden, während andere um Belarus herum transportiert werden könnten. Allerdings bringt das technische Hindernisse in Polen mit sich. Um diese zu umgehen, hatte PKN Orlen im vergangenen Jahr das einzige Eisenbahnölterminal an der polnisch-litauischen Grenze gekauft. Vergeltungsmaßnahmen, die das anhaltende Patt zwischen Belarus, das von seinem Nachbarn Russland unterstützt wird, und dem Westen verdeutlichen. Chinesische Schriftzeichen am Eingang des Industrieparks Großer Stein östlich von Minsk. Und chinesische Mitarbeiter extra aus China eingeflogen. Es ist ein Projekt der Superlative für Weißrussland. Finanziert durch chinesische Banken werden im ersten Schritt etwa 200 Millionen Euro investiert. Später sollen es sogar bis zu 5,5 Milliarden Euro werden. Und insgesamt werden hier etwa 120.000 Menschen Arbeit finden. Der Direktor des Projektes wirbt mit Steuervergünstigungen für Investoren, mit einer zollfreien Handelszone und er garantiert den Schutz des Eigentums. Eines der ersten Unternehmen hier, der chinesische Technologieriese Huawei. Die Idee ist, die alte Seidenstraße zwischen China und dem Westen wieder auferstehen zu lassen. Hier entsteht die passende Infrastruktur. Wir sind nah an den europäischen Märkten und haben gleichzeitig die Ostseehäfen in Litauen und Lettland vor der Tür. Wirtschaftlich geführte Weißrussland braucht neue Impulse. Gerechnet auf Dollarbasis verlor das Land letztes Jahr 27% des gesamten Nationaleinkommens. Das Land steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Die weißrussische Opposition kritisiert das chinesische Investment, denn die teuren chinesischen Kredite für den Bau des Industrieparks müssen über lange Zeit von den Weißrussen zurückgezahlt werden. Die chinesischen Arbeiter kommen, die chinesischen Ingenieure machen die Arbeit, die chinesischen Firmen kassieren ab. Für Weißrussland bleibt am Schluss kaum was übrig. Und für Lukaschenkos Machterhalt sind die Beziehungen zum russischen Nachbarn. Das wird in einem anderen Maßstab deutlicher. Beide Staaten haben zahlreiche gemeinsame Interessen. Ein gemeinsames Luftabwehrsystem mit einer Radarstation zur Raketenabwehr in Baranovice sowie eine Station für die Führung der russischen U-Boot-Flotte in Vileika. Weißrussland ist inzwischen fast völlig isoliert. Das Land hat noch Handelsbeziehungen zu den ehemaligen Verbündeten der Sowjetunion, Vietnam, Libyen, Syrien, Indien und China.
Es hatte die gegen den Irak verhängten Embargos umgangen und dem Land Waffen verkauft. Anders als in der Ukraine konnten die Nachbarstaaten Litauen und Polen nicht zum Sturz des Regimes beitragen, denn die Studentenbewegungen wie Pora in der Ukraine und die amerikanische Soros-Stiftung waren verboten worden. Tylko 36 deputowanych. Zaledwie 8% składu parlamentu. Takie było realne poparcie Białorusinów dla niepodległości. 8%. Było to nawet kilka procent więcej niż w samej Rosji. I Łukaszenka zawsze podkreśla bliskość i jedność z narodem Rosji. Proszę popatrzeć na te slajdy. To są oryginalne słowo w słowo wypowiedzi Łukaszenki. Nie ma narodu białoruskiego bez mateczki Rosji. Nie ma niezależnej Białorusi. My, Białoruś, jesteśmy tylko częścią Rosji. A wyborcom bardzo odpowiada ta narracja. Powstaje pytanie, jakie byłoby miejsce dla Łukaszenki w takim nowym państwie Rosja-Białoruś. Naczelnika guberni, republiki, obwodu. Już teraz Rosja ma 85 podmiotów federalnych. Ambicje Łukaszenki były i są większe. Chciał zostać wiceprezydentem Rosji. I tu jest pies pogrzebany. Niedokończona rewolucja. Tej rewolucji na Białorusi nigdy nie było. To elity zadecydowały o rozpadzie Związku Sowieckiego, a potem o utworzeniu niepodległej Białorusi. Gospodarka Białorusi jest całkowicie w rękach Rosji, a mentalnie Białorusini pozostali w Związku Sowieckim. Лети, как птица вдаль, ведь где-то там, в тиши лесной, стоит у речки синий дом родной, где ждет меня любимая и верная, тихий мой причал. И вечером в саду из дома слышатся лишь звуки полонез. Sodann ist Weißrussland in wirtschaftlicher Hinsicht eine Art Brücke zwischen Russland und Europa, ein Transitland für den Großteil des Handels zwischen Russland und den EU-Staaten. Durch Gas- und Ölpipelines werden Mittel- und Osteuropa versorgt, auch die russische Exklave Kaliningrad. Außerdem zahlt Weißrussland 46 Dollar für 1000 Kubikmeter Gas, während die gleiche Menge in den EU-Ländern für 230 Dollar gehandelt wird. Das Problem Weißrusslands ist, dass Russland sein einziger Verbündeter ist. Und seit der Osterweiterung der EU im Jahr 2004 hat es mit dieser eine gemeinsame Grenze. Białorusini kupują rosyjskie surowce znacznie poniżej cen światowych. Są traktowani przez Rosję jak niemal każda inna gubernia ich państwa. Więc Rosjanie sprzedają im surowce tak, jakby nie było żadnych granic. Rosyjskie surowce na zachód, szczególnie ropę i gaz, a swoją produkcję sprzeda. Białorusią nie ma żadnych ceł, nie ma barier. No i każdy inwestor liczy na ten chłonny rosyjski rynek energetycznych. Momentami to jest aż 20% PKB Białorusi. Import ropy z Rosji. Białoruś zużywa tylko bardzo niewielką część ropy, którą importuje z Rosji. Około 3/4 sprzedaje dalej, za granicę. Dobrego, Rosja jeszcze ze swojego budżetu, oprócz tego, dopłaca im miliardy. Czy takie są realia gospodarcze? Białoruś to państwo niesamodzielne gospodarczo. Chociaż wyniki ma rewelacyjne. Zwei, die sich seit einiger Zeit häufiger sehen. Es ist bereits das fünfte Treffen der Präsidenten von Russland und Belarus in diesem Jahr. Von Begegnung auf Augenhöhe kann nicht mehr die Rede sein. Es ist eher eine Audienz bei Wladimir Putin. Alexander Lukaschenko reist als Bittsteller an. Sein Land ist wirtschaftlich in hohem Maß von Russland abhängig und international weitgehend isoliert. Putin spielt das in die Karten. Moskau verfolgt seit langem das Ziel, mit der Eurasischen Wirtschaftsunion ein Gegengewicht zur EU aufzubauen. Ihr Kern sollte ursprünglich die politische Union mit Belarus und der Ukraine sein. Die Bürger der Ukraine haben sich anders entschieden.
Es bleibt Lukaschenko. Vor der Präsidentschaftswahl in Belarus im August vergangenen Jahres waren noch Misstöne zwischen den beiden Staatschefs an der Tagesordnung. Das ändert sich, als nach dem umstrittenen Ausgang der Abstimmung Massenproteste beginnen. Lukaschenko gerät nicht nur innenpolitisch unter Druck. Der Westen verhängt Sanktionen und verschärft sie, als der belarussische Machthaber ein Flugzeug entführen lässt. Lukaschenko ist bereits seit 27 Jahren an der Macht. Wie es aussieht, will er mit allen Mitteln dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Und in Moskau ist unsere Korrespondentin Emily Sherwin. Eine Union aus Russland und Belarus, unter anderem, ist der alte Plan. Aber wie viel näher ist Wladimir Putin diesem Ziel jetzt gekommen? Ja, das Thema steht ja schon seit langem im Raume. Allerdings ist der Ton von Alexander Lukaschenko neu, den wir jetzt heute gesehen haben. Es gibt ja schon seit 1999 einen Unionsvertrag zwischen Belarus und Russland, der quasi erlauben würde, dass die beiden Länder zu einer Art einem Land werden, quasi mit einem Parlament, einer Währung und so weiter. Das meiste wurde nie umgesetzt. Seit 2019 gibt es dann einen Unionsvertrag mit 28 Punkten. Da geht es eher um wirtschaftliche Annäherungen. Где ждет меня любимая и верная, тихий мой причал.